Da saße de Lorelei und kennt ihr jollnes Haar. Und nackig war sie auch, das heidnische Ferkel. Aber Frau Marieche, das ist meine Wirtschafterin und das ist der Kapitän Brunnhöfer. Außer Dienst. Oh. So, nun setzen Sie sich hin und erzählen Sie erstmal. Na, so was? Das Bügelbrett habe ich schon, Konrad. Wir können gleich anfangen. Ist gut, dann komm mal rauf, Jute. Ja, bin schon dabei, Konrad. Also, was? Hey, jo, was? Was ist? Na, Moment. So, jetzt schlecht. Du, hopp, hey, 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 hey. Vorne geht er ganz schnell. Josef! Ja, was ist denn? Pass auf, dass du nicht das Glas in der Haustür kaputt machst. Was soll ich? Ja, also. So, hier haben Sie meine Adresse. Vielleicht bringt ihr jetzt eher raus, wo Sie Ihre Nachkommenschaft überall verstreut haben. Es ist nie zu spät, mein Sohn, für die Reue. Und auch nicht für die Buße. Das ist nett, Herr Pfarrer. Ich stifte auch was für die Kirchenkasse. Wenn Sie meine Söhne wiederfinden, dann lassen wir nicht lumpen. Auf einen Tausender kommt es mir nicht drauf an. Oh, verflucht. Verzeihung. Jetzt ist mir doch der Brill in die Mosel gefallen. Weil Sie aber auch immer so schusseln. Außerdem ist es nicht die Mosel, sondern der Rhein. Da sehen Sie, wie schlecht ich ohne meine Brill sehen kann. Sag mal, du wäschst dich wirklich täglich? Du musst ja ganz schön Ferkel sein, wenn du dich jeden Tag waschen musst. In das Schwimmbad darf ich ja nicht mehr. Da habe ich mal reingepinkelt. Ach du, jetzt, das machen doch alle. Aber nicht vom 5-Meter-Brett. Nee, das ist zu hoch. Also ich gehe ja höchstens zweimal im Jahr in das Bad. Nicht öfters? Ja, hör mal, ich will doch nicht im Wasser wohnen. Konrad, ja? Du kannst doch nicht vom Brett runter. Ich stürze so ab hier. Ich muss doch. Mir ist der Putzlappen runtergefallen. Das ist schon Steve hier, Konrad. Josef, ich krieg's. Hast du den Lappen? Konrad, bist du jeck geworden? Komm. Ich hab ihn. Ist gut, komm, Konrad. Glaubst du denn, du jeck, ich lass dich abstürzen? Ja. Ich hab aber schließlich nicht mehr, Josef. So was für dich krieg ich doch nie wieder. Du hast ihn gemietet, hier büchst aber. Es hat geklingelt. Ja. Was, du hast geklingelt? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nicht so beeilt.